So, meine Lieben, damit herzlich willkommen zurück zum weiteren Rennen in Malaysia bei der Community F1 Serie und zwar der Saison 1. Nächste Saison wird wahrscheinlich ein anderes Rennspiel sein, ich weiß noch nicht welches. So, verbessern tun wir mal die Geschwindigkeit, weil wenn wir mal verfolgen, was alles für Rennen auf uns kommen, dann sieht man hier die Strecken auf 8. Oh, kann ich jetzt nicht zeigen. Also die geraden Strecken auf 8, also Beschleunigung, Kurvenfahrten 12, also 20 ist die maximale Stärke, kann man das so sagen. Dann hier ausgeglichen und hier sieht man... Oh. Na gut, vergiss was ich gesagt habe, ich verbessere einfach mal die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. So, 12. und 5. ist jetzt unser Ziel. Wirklich? Wenn ich so mache, sind wir 7. Und ich würde sagen, Kurvenfahrten machen wir jetzt. Ne? Ja, auf Kurvenfahrten. Dann ist unser Ziel 6. und nicht 5. Das klingt ein bisschen realistischer und machbarer, kann man das so sagen. Weiß ich nicht. 20 Punkte trennen uns zu Platz 4. Ghost Rider kriegt jetzt Konkurrenz von seinem Teampartner Gatsmelon bzw. Gatsby. Ja, wird echt spannend, wer von den beiden Weltmeister wird. Im letzten Rennen konnte Gatsby zweimal, glaube ich, gewinnen und Ghost Rider wurde zweimal 4. Das kann ich ja hier nachgucken. Genau, nee, Gatsby wurde 2. hinter Gökhan, genau, im letzten Rennen. Trotzdem vor Ghost Rider und somit wird das richtig spannend, wer wohl Weltmeister sein wird. So, jetzt erstmal hier. Im Rennen, Aqua ist ziemlich weit vorne, ne? Platz 3 startet er. Aqua startet vor Gatsby, nur hinter Ghost Rider und Ike Koba. Ach du Scheiße. Was geht denn da ab? Ich kann es nicht glauben, ne? So fahren wir. Hier macht Müff so gut wie immer... Zwei Stopp-Strategie, 1938, dann. Ja, das klingt machbar. Aggression muss er aber deutlich runtergehen. Bei Aqua sowieso. Alter, Platz 3 in der Startreihe und wir holen nicht Ike Koba. Schade, ich würde gerne Ghost heute ausbremsen wollen, sodass es richtig spannend wird um den Weltmeistertitel. Ja, Ghost heute leider weit vorne. Was heißt leider? Er ist aber ein sehr guter Fahrer. Ich hatte gehofft, dass Gatsby ihm wirklich Konkurrenz macht, aber wir wurden selber stattdessen von Gatsby überholt. Na gut, Müll auf Platz 15, nicht ganz so gut, aber ich bin mit Aqua sehr, 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 sehr zufrieden zurzeit. 12 Punkte wären es aktuell, ja, es war klar, dass wir da vorne nicht mithalten können. Aber trotzdem überraschend, dass wir vor Gatsby in der Startreihe waren, ne? Auf Startreihe 2, so, jetzt Leon Toronov. Einer unserer Konkurrenten hinter uns halten, während Möw gegen Toto kämpft. Ghost Rider führt 7, fast 8 Sekunden Abstand zu Gatsby, der Zweite geworden ist. So, Aqua, bleib bis zu deinem Boxenstopp auf Platz 4, damit wäre ich sehr, sehr zufrieden. Schafft er nicht, ne? Schafft er nicht. Er wird von Leon Toronov überholt, das ist nicht ganz so gut. Er ist unsere Konkurrenz. Zu diesem Ziel, was wir vorhaben. Ghost Rider, ich hätte den ausbremsen müssen, ne? Um die Spannung hochzuhalten. Ja, seht ihr, jetzt sind wir direkt hinter Leon Toronov. Ach nee, namenlos. Bitte uns nicht aufhalten. Nein, er hält uns auf und Leon Toronov haut ab. Geil. Sehr, sehr viel Zeit verloren jetzt gerade. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt uns überhaupt nicht. Ja, halbe Sekunde so verloren, das ist sehr, sehr viel. Und dann Ike Koba ist direkt vor uns. Wir haben zu ihm mächtig aufholen können. So, Möw jetzt beim Boxenstopp. Platz 7 aktuell. Jeder vor uns war schon mal in der Box. Einige machen 2 Stopp. Oder? Oh, es sieht nicht ganz so super aus. Ich meine, es sieht nicht ganz so super aus, Mensch. Ich schon mal in Deutsch.
Ghost Rider führt Gatsby mit 12 Sekunden Abstand auf Platz 2. Ikekoba wird von Trafix aufgehalten. Trafix wird von Leon Tornow aufgehalten. Leon Tornow. Was macht Aqua da? Leon Tornow ist aus dem Rennen rausgeflogen. Er ist aus dem Rennen rausgeflogen. Schade für ihn, gut für uns. Alter. Wieso ist Aqua gerade außerhalb der Bahn gefahren? Leon Tornow ist aus dem Rennen geflogen. Ach man, ich hätte Gas geben sollen. Scheiße. Ich hab's nicht gesehen. So, Tef muss überholt werden, bitte. Ohne ausgebremst zu werden, ist uns gelungen. Sehr, sehr gut. Ich hätte die harten Reifen eine Runde länger halten müssen. Das ist nicht ganz so gut. Habe ich nicht darauf geachtet. Möw 38. Ja, Aqua bei 43. So, Massa ohne Probleme überholt. Platz 6 ist doch unser Ziel. Aber weil Platz 5 drin ist, würde ich gerne Platz 5 auch holen wollen. Busche wenigstens Platz 3. Ghost Rider wird hier gewinnen vor Gatsby. Der Abstand beträgt nun 18 Sekunden, sogar über 18 Sekunden. Trafix ist vor uns. Wird der denn uns überholt? War nicht Ike Kober gerade vor uns? Keine Ahnung. So, Aqua soll ein bisschen mehr Gas geben jetzt. Das war sein letzter Boxenstopp. Der kann ein bisschen aggressiver fahren. So, und jetzt das Rennen durchfahren. Platz 7 wäre das jetzt. Vor Massa kommen wir noch. An Trafix kommen, wenn wir sehr schlecht voran. Oder vorbei. Trafix hat sich gedreht! Okay, vergiss, was ich gesagt habe. Wir können ihn noch ein. Er hat nur 2 Sekunden verloren. Ich dachte, er hätte mehr verloren. Na gut, unser Ziel hätten wir damit jetzt erreicht. Wehe, du lässt dich jetzt von Massa überholen. So. Platz 6 müssen wir halten. Platz 6 müssen wir halten. Auch wenn der Abstand nach vorne geringer wird, werden wir Trafix nicht mehr einholen. Ghost Rider, Glückwunsch zum Sieg vor Gatsby. Mehr nach vorne ist nicht möglich, also totale Defensive. Möw leider keine Punkte. Aqua hat sein Ziel erreicht. So, Wusche wenigstens erstmalig auf Platz 3, glaube ich, ne? Also auf den Top 3. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Unser nächstes Ziel in Japan ist Platz 6, also 8 Punkte. Das war ein sehr, sehr, sehr gutes Rennen. Ich kann ja sagen müssen, wie viel er geworden ist, ne? Mit Ghost Rider, der WM-Führende, hat schon fast 300 Punkte vor Gatsby. Ich hoffe, dass es dort noch sehr, sehr spannend wird, was das angeht. Dann Ikekoba, der Fünfte geworden ist. Wusche wenigstens, ja, erstmalig auf Platz 3, also auf den Treppchen gelandet. Aqua hat es auch schon mal geschafft, ein vorverletzten Rennen in Italien. War ich echt überrascht. Ja, Gatsby leider einmal aus dem Rennen geflogen. Ansonsten beide Fahrer immer auf mindestens Rang 4, ne? Na gut, es wird trotzdem spannend. Ghost Rider konnte seinen Abstand zum Zweitplatzierten um 7 Punkte erweitern. Ja, was wir jetzt nun als nächstes verbessern werden, ist glaube ich. Ich weiß es nicht. Wenn ich die Geschwindigkeit verbessere. Oder das verbessere. Ich weiß es nicht, was ich verbessern werde. Das sehen wir dann im nächsten Part. Im nächsten Part geht es dann nach Japan, also Japan. Ja, und da hoffe ich, dass wir aufs Treppchen kommen mit Aquarellist. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir haben fast 100 Punkte. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part.
Beim nächsten Rennen in Japan, wir holen auf Platz 4, und zwar sind es nur noch 16 Punkte Abstand. Das wäre mega krass, Platz 4 zu holen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Rennen. Ciao, euer MöwLB.